Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FDP-Fraktion, ja, kostenlose Tests sind schön, aber warum stellen Sie den Antrag dann nicht, wie er sich eigentlich gehört? Ihr Antrag ist Flickwerk und nicht zu Ende gedacht. Er ist leider ein weiteres Mosaiksteinchen, um die Gesellschaft noch weiter zu spalten, als sie es eh schon ist. Die AfD-Fraktion wird diesen Antrag mit voller Überzeugung ablehnen. Ich erkläre Ihnen auch, warum. Solange diese Regierung Tests vorschreibt, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn man sich nicht impfen lassen will, kann oder traut, solange müssen diese Tests auch jedem Mitbürger kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und zwar ausnahmslos. In anderen EU-Ländern wie Österreich, Dänemark, Belgien und Kroatien sind die Tests für die eigenen Landsleute nach wie vor kostenlos. Schwadroniert man doch in der Regierung nach wie vor, dass es keine Impfpflicht in Deutschland geben würde, drückt man nun den Leuten immer mehr die indirekte Impfpflicht durch die Hintertür aufs Auge. Ein wenig gängeln hier, ein wenig Pisacken da und ein bisschen Transalieren dort. Und dazu gehört nun mal auch das Abkassieren bei den Tests. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind an einem Punkt in der Pandemie angekommen, wo jeder, der es wollte, ein Impfangebot erhalten hat. Jeder hier auf dieser Welt ist für ein gewisses Lebensrisiko selbstverantwortlich. Der Staat darf, kann und soll sich nicht in jede Entscheidung eines mündigen Menschen einmischen. Mir stellt sich schon lange die Frage, warum werden bei multiresistenten Keimen zum Beispiel keine Milliardenbeträge investiert, um die vielen Erkrankten und Toten jährlich zu verhindern. Genauso verhält es sich mit vielen weiteren Erkrankungen, welche jährlich Todesopfer fordern. Aus Ihren Reihen kam doch der Ruf nach einem sogenannten Freedom Day. Wir bevorzugen ja den deutschen Begriff Tag der Freiheit. Da stellt sich mir umso mehr die Frage, was dieser Antrag denn soll. Wir lehnen den Antrag ab, genauso wie den Nachzieher der CSU. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.